Hallo und herzlich willkommen zum erweiterten Ameisen-Special im Adventskalender vom 13. War es das? Moment, ich gucke nach. Ja, vom 13.12.2021 hatten wir über Ameisen gesprochen und ich bin nicht fertig geworden. Und drum hatte ich versprochen, ich liefere da noch ein bisschen was nach und das mache ich jetzt. No? Das ist auch schon der ganze Hintergrund. Ich habe hier noch ein paar Sachen auf dem Zettel stehen. Nämlich, wir tun jetzt so, als hätte es das Ende vom letzten Teil im Adventskalender gar nicht gegeben. Und wer jetzt beides quasi so parallel guckt, oder nah hintereinander guckt, für den geht es jetzt einfach gleich weiter. Gut, ansonsten. Für diejenigen, die das nicht tun, kurzer Hinweis. Es geht einfach noch um weitere lustige Ameiseneigenschaften und weitere lustige Dinge, die Ameisen so tun, die spannend sein könnten. Wir hatten es zuletzt so ein bisschen von Formen der Kommunikation mit denen und der Orientierung, mit denen Ameisen so ein bisschen sich in der Welt zurechtfinden, gerade wenn sie im sogenannten Außendienst unterwegs sind und eben von A nach B nach Futter suchen und so weiter und so fort. Und in die Richtung, die Kommunikation im Außendienst, das Zusammenarbeiten der Ameisen und später dann noch Ameisendemokratie, das werden wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher, hoffe ich, besprechen. Oder so lange es wie es halt dauert. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Gut. Und zwar die Kommunikation im Alltag, das wäre zum Beispiel ein spannendes Phänomen, das ist der sogenannte Tandemlauf. Ja? Also jetzt gehen wir mal davon aus, eine Ameise ist unterwegs in der weiten Welt. Da muss man dazu sagen, es gibt Späherinnen, also einer der Jobs im Außendienst, den eine Ameise jeweils einnehmen kann, wäre also eben der Späherin. Was macht die? Ja, die rennt rum und guckt, ob sie irgendwas Interessantes findet. Die ist also nicht auf Ameisenstraßen unterwegs. Sie setzt sich selbst zwar eine Pheromonspur, damit sie wieder zurückfinden kann, aber eine einzelne Ameise, die eine Pheromonspur hinter sich herzieht, der folgt normalerweise keine andere Ameise. Da muss man wissen, die eigenen Pheromone nachzuvollziehen und den Weg zurückzufinden, dabei auch noch alle anderen Orientierungsmechanismen, die der jeweiligen Ameise zur Verfügung stehen, nutzen, also sprich ein bisschen Optik, ein bisschen Magnetsinn. Habe ich erwähnt, dass sie einen Magnetsinn haben? Also die wissen auch, wo Norden, Süden und so weiter ist, können das Erdmagnetfeld spüren, eine gewisse Himmelsricht, ja, an der Sonne Orientierung, am Sonnenstand. Übrigens, dass die Sonne wandert, können Ameisen auch mit einberechnen. Die sind irgendwie in der Lage, die Uhrzeit mit einer inneren Uhr abzuschätzen und dann den Sonnenstand entsprechend der Uhrzeit mit einfließen zu lassen, um sich halt eben nicht zu verlaufen. Sonst würden sie ja ständig im Bogen laufen, weil die Sonne ja auch den Bogen macht. Also all das ist wahnsinnig faszinierend und man könnte stundenlang wahrscheinlich über Orientierung von Ameisen referieren. Aber egal, also ich nicht, dafür bin ich jetzt nicht Experte genug, aber es gibt bestimmt Leute, die das könnten, das wäre spannend. Egal, jedenfalls, wenn die da jetzt unterwegs sind und eben auf Späherjob sind, Späherin, und finden jetzt irgendwas Interessantes, das wird im Regelfall eine Nahrungsquelle sein. Theoretisch wäre auch vorstellbar, dass sie eine Location für ein alternatives Nest finden, ja, und sich da umgucken und das interessant finden. Dazu kommen wir nachher noch. Und jetzt wollen sie in irgendeiner Form den Rest vom Bau, die große Ameisendemokratie, davon wissen lassen, was sie da gefunden haben. Gehen wir jetzt mal davon aus, sie haben irgendeinen toten Regenwurm. Nee. Einen toten Hirschkäfer, das ist gut. Einen toten Hirschkäfer haben sie gefunden. Den können sie theoretisch ein Stück weit zerlegen und dann teilen nach Hause transportieren. Und so ein Hirschkäfer, also die allermeisten Käfer, mindestens wenn sie schon tot sind, kommen als Ameisennahrung sehr wohl in Frage. Insekten zu verspeisen, das ist ja auch für uns durchaus eine valide Sache, weil die einfach leicht verdaulich sind, sehr bekömmlich sind. Und darum können sich Insekten auch gegenseitig verspeisen mit ihren kurzen Därmen, weil Chitin ist recht einfach verdaubar und alle sämtlichen anderen Körpersubstanzen, die so ein Insekt hat, sind meistens eben relativ, ja, und tatsächlich auch sehr gesund, ne, weil viel Eiweiß drin. Und es macht ja auch irgendwo Sinn, dass wenn du die Substanz verdaust, woraus dein eigener Körper, beziehungsweise mindestens mal dein Exoskelett besteht,
dass du dann auch ganz gut darauf geeignet, ja, daraus ganz gut Reservematerial bauen kannst, quasi, wenn da irgendwas kaputt geht und eine Wunde heilen soll, beispielsweise. Ne? Aber gut. Jedenfalls, unsere Ameise hat was gefunden, die Späherin, und jetzt kehrt sie zurück zum Nest und möchte jetzt gerne einer Kollegin darauf aufmerksam machen, was sie da gefunden hat. Ja? Und findet das jetzt toll und ist jetzt aufgeregt, wie kriegt sie jetzt da Kollegin hin? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du schnappst dir eine Kollegin, hebst die hoch und schleppst sie dahin, wo du sie haben willst. Die Kolleginnen haben nämlich, oder Schwestern, haben nämlich so einen Reflex, wenn die von einer Schwester auf eine bestimmte Art und Weise hochgehoben werden, dann klappen die sich zu so einem kompakten Trageform zusammen, sehen dann so ein bisschen aus wie so ein Ameisenkrängel, und dieser Ameisenkrängel kann dann eben transportiert werden. Also werden die hochgehoben, dann gehen die automatisch davon aus, dass die liebe Schwester schon wissen wird, warum sie sie jetzt in die Gegend schleppen möchte und dass das da ihre Richtigkeit hat. Das heißt, die hören mit dem Job, den sie gerade machen, auf, gehen in Tragestarre und warten drauf, was als nächstes passiert, wo sie hingebracht werden. Blöd ist jetzt nur, dass wenn eben eine Ameise das macht und eine Kollegin irgendwo hinträgt und die dann da absetzt, dann hat die keinen Plan, wie die zurückkommt. Weil die kann sich nicht orientieren, während sie getragen wird. Zumindest bei den meisten Ameisenarten ist das so, dass Tragen wirklich ein rein passiver Prozess ist. Ausnahmen, die Ameisen, die eine sehr gute Optik haben, die vergleichsweise sehr hochentwickelte Augen haben für Ameisen, die können sich dann auch, während sie getragen werden, das Blätterdach über ihnen einprägen. Das Muster des Blätterdachs wie so ein, ja, so ein Puzzle. Einfach das Blatt, Himmel, Blatt, Himmel. Hell-Dunkel-Kontraste. Und dieses Muster der Hell-Dunkel-Kontraste, das lässt sich wohl gut speichern im Ameisen-Oberschlundganglion. Und daher kommen die dann da ganz gut mit und können sich das dann auch, wenn sie nur getragen werden, einigermaßen einprägen und finden dann auch einigermaßen wieder zurück. Aber das sind nur einige wenige Arten, die allermeisten, bei denen ist dieses Getragenwerden ein hochpassiver Prozess. Das heißt, nehmen wir an, unsere Ameise, die was gefunden hat, würde eine Kollegin dahin tragen, dann ist die Kollegin da, dann kann die vielleicht auch ein bisschen beim Abbauen desjenigen, was es da gibt, zum Beispiel eben den Käfer zerknabbern, da kann die auch schon helfen. Blöd ist nur, die findet halt den Weg zurück nicht mehr und ist dann relativ nutzlos und verloren. Könnte auch tatsächlich verloren gehen, wenn sie aus eigener Faust versucht, den Weg zu finden, und ist dann tot. Ja? Ameise, die verloren geht, stirbt relativ bald. Auf sich allein gestellt sind die nicht lebensfähig. Die brauchen schon den Kontakt zu ihren Artgenossinnen und eben müssen immer zurück zum Nest finden, wo sie dann wieder die komplette Ameiseninfrastruktur zur Verfügung haben. Ja? Das ist so ähnlich wie wir, wenn wir halt aus der Zivilisation rausgerissen und irgendwo alleine hingesetzt werden, dann kommen wir eine Zeit lang klar, manche von uns auch sehr lange, aber die allermeisten hätten da ein größeres Problem irgendwann. Ja? Und ja, das ist bei Ameisen eben auch so. Drum hat die Evolution erfunden, nein, es waren nicht die Schweizer und auch nicht Ricola, den Tandemlauf. Der dient nämlich dazu, wenn eine Arbeiterin eine andere Arbeiterin was zeigen möchte. Ja, da ist was Spannendes. Und diese Arbeiterin soll hinterher auch zurückfinden und soll sich quasi merken, wie sie dahin kommt, und soll die Fähigkeit bekommen, selber auch weitere Arbeiterinnen den Weg zu zeigen. Dann ist der Tandemlauf dran. Das ist also so eine Art, ich zeige dir den Weg zu was Interessantem, komm mal mit. Das wird eingeleitet, das ist die andere Sache, die eingeleitet wird, durch mit den Fühlern auf dem Kopf rumdetteln. Und dann, ah, okay, du willst mir was zeigen, ich komme mit. Und dann läuft also die zeigende Ameise der folgenden Ameise vorweg. Und die folgende Ameise rennt hinterher und fühlt mit den Fühlern immer am Hinterteil der vorderen Ameise rum. Das sieht dann also ganz lustig aus, dass die so miteinander verzahnt, sozusagen aneinander hängend, wie bei einer Polonaise durch den Wald rennen. Ja? Eine Zwei-Ameisen-Polonaise. Mehr als zwei sind das nie. Tandemlauf ist immer zwei Tiere.
Und das Problem ist, das klappt nicht immer so gut. Das heißt, die verlieren sich zwischendurch mal hin und wieder. Das merkt dann aber die vordere und fängt an, ganz viele Pheromonpünktchen abzusetzen. Flup, 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 bis es so richtig intensiv duftet. Und die andere, die folgende, die rennt so ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen im Kreis und weiß nicht wohin und ist verwirrt. Aber dann riecht sie die Pfütze und kommt angerannt und findet die Kollegin wieder. Und dann machen sie wieder und laufen im Tandem wieder weiter. Ja, das ist also sehr mühsam und dauert ewig, bis die auf dem Wege irgendwo angekommen sind. Aber hinterher weiß halt die folgende Ameise, wo es lang geht. Das heißt, die kann sich da jetzt auch ein Maul voll Hirschkäfer zum Beispiel schnappen und rennt damit zurück, weil den Weg kennt sie ja jetzt. Sie setzt nämlich beim Folgen auch ihre eigenen Pheromon-Nopselchings, Dropselchings, wie auch immer wir den jetzt nennen wollen. Und schwuppdiwupp ist es schon eine Zwei-Ameisen-Ameisenstraße. Und damit, das ist ein wesentlicher Unterschied, ja, zwischen einer Einzelspur, die eine Späherin hinterlässt, da rennt ja niemand hinterher. Eine Doppelspur, da muss es schon irgendwas gegeben haben, wenn also gerade eine Hartz-IV-Ameise unterwegs ist und eben nichts zu tun hat, dann könnte es schon sein, dass die gegebenenfalls, also eine arbeitslose Ameise, ja, böse, ich weiß, ganz böser Witz, dann könnte es sein, dass die eben einer Zweierspur schon hinterherrennt, in der Hoffnung, da irgendwas zu finden, was die anderen halt noch nicht gefunden haben, und sich dann hervorzutun im Ameisengefüge. Nein, also es gibt kein Sozialgefüge im Sinne von, die eine Ameise ist mehr wert als die andere, was ja auch irgendwo ganz gut ist. Das gibt es halt überhaupt nicht. Alle sind gleich wert, alle haben das gleiche Mitspracherecht, außer die Königin, die hat keins. Und die Männer erst recht nicht, aber sonst von den Arbeiterinnen her haben die alle das gleiche Mitspracherecht. Gut, ja, aber jedenfalls jetzt rennen beide wieder zurück, beide wieder mit dem Sozialmagen voll mit, was sie halt am Hirschkäfer abknabbern konnten. Vielleicht haben sie auch jeweils noch ein kleines Stück Hirschkäfer dabei in der Zange zum Transport und latschen damit zurück zum Lager. Und wenn sich jetzt die beiden entscheiden, ja, die beiden, die da gewesen sind, das müssen die selbst entscheiden. Also so ein winzig kleines Individuum wie eine Ameise, eine von ganz vielen, die müssen wirklich entscheiden, lohnt es sich, weitere Arbeiterinnen dahin zu locken? Ist das ein gefundenes Fressen, was wir da gefunden haben? Ist das eine große Ressource, die mehr Arbeiterinnen benötigt? Oder ist es den Aufwand nicht wert und wir machen lieber irgendwas anderes und bringen den Müll raus? Ja? Und das ist schon saumäßig spannend, dass die als so ein primitives Tier eben da wirklich Entscheidungen treffen. Und wenn sie sich entscheiden für, ja doch, das lohnt sich, dann schnappen sie sich halt wieder eine Kollegin möglicherweise und müssen mit der wieder im Tandemlauf dahin latschen. Und wenn das jetzt alle beide nochmal machen, dann sind es insgesamt schon vier Ameisen, die den Weg kennen. Ja, und das werden dann natürlich immer mehr, je nachdem, wie groß die Ressource ist. Und irgendwann kann man dann auch überlegen, ob man zum Zerlegen helfen an der Ressource nicht einfach auch ein paar Ameisen hinträgt, was viel schneller geht. Das heißt, du trägst die hin, die helfen beim Zerlegen und am Schluss trägst du die wieder zurück, weil sie den Weg ja nicht kennen. Es sei denn, bis dahin ist die Ameisenstraße von eben einem 4-Pheromon-Weg zu einem, keine Ahnung, 138 Pheromonspuren zusammen Weg geworden. Dann würde auch eine hingetragene Ameise aufgrund der chemischen Straße den Weg zurück auch so finden. Und dieser Tandemlauf ist also nur was für die Frühphase, wenn sich dann eine richtige Straße ohnehin etabliert hat, da müsste man auch keine mehr hintragen, weil die finden den Weg ja auch hin, sowieso. Ja, also das ist immer so ein fließender Prozess, bis dann irgendwann sich die reguläre Straße entwickelt hat. Spannend ist übrigens auch dann der kollektive Abtransport von großen Dingen. Man sieht ja auch hin und wieder mal Ameisen, die sehr, sehr großes Zeug in der Gegend rumschleppen, zu vielen, also viele schleppen an gleichen Dingen und die transportieren dann Sachen, die zigmal größer und schwerer sind als sie selber in der Gegend rum, einfach indem sie alle da drin zerren. Jetzt wäre es natürlich wahnsinnig faszinierend und cool, wenn die sich absprechen könnten, dass die eine sagt, Jacqueline, du vorne links, Chantal, du hinten rechts, die
Sydney bitte unten links und Brooklyn, ja, ist ja auch egal. Jedenfalls, das passiert nicht. Ja? Sobald eine sehr große Straße unterstreicht, dass das, was da gefunden wurde, super wichtig ist, ja, und viele Ameisen zusammenkommen und dann durch Pheromonwahrnehmung wahrnehmen können, okay, hier sind jetzt ganz viele Schwestern, dann ergibt sich irgendwann aus der schieren Menge von anwesenden Ameisen, dass sie anpacken, statt zu zerlegen. Und die schnappen sich dann also wirklich alle einfach ein Stück von dieser großen Beute und zerren wie blöd, zerren schön in Richtung Pheromonspur und können eigentlich den Weg ja nicht verfehlen, weil das ist eine sehr deutliche Pheromonspur inzwischen. Und dadurch, dass sie alle einfach quasi am gleichen Objekt zerren, funktioniert dann ganz gut, dieses dann auch zu transportieren. Und auch wenn sie alle versuchen, es hochzuheben, dann klappt das auch ganz gut. Also es ist erstaunlich, dass das ohne dass mit einer Feinabstimmung und einer Feinbesprechung trotzdem möglich ist, dann auf diesem Wege eben große Dinge zu transportieren, was man ja bei Ameisen wirklich oft mal sieht, dass die irgendwelche riesigen Sachen durch die Gegend schleppen. Dazu kommt es, gerade eben, wenn es um eine große Trageaufgabe für mehrere geht, indem auch wieder eine Späherin eine Probe von dem, was sie gefunden hat, mitbringt. Das heißt, die frisst da einen Teil von, packt das in den sozialen Magen, rennt zurück zum Nest und gibt so vielen Schwestern, wie sie halt eben finden kann, bis die Probe alle ist und selber behält sie auch einen Teil, die will ja auch was zu fressen, gibt sie jeweils ein Stückchen aus dem sozialen Magen, wirkt ein bisschen was hoch, also entweder verdauter Käfer, Verdauungssekret, so halb verdaut und das können die anderen dann aufnehmen oder eben ein Zuckertröpflein. Wenn es sich um zum Beispiel eben eine Zuckersaftquelle gehandelt hat, das wirkt sie jeweils hoch und dreht es den Schwestern ungefragt an. Ja, also anders, als wenn die ankommen und bei ihr auf dem Kopf rumtrommeln, trom, 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 will was zu essen, dann gibt sie ja auch was her. Aber in diesem Fall gibt sie ungefragt was her. So, und die Schwester probiert dann und die darf jetzt wieder eine Entscheidung treffen, die gerade was aus dem sozialen Magen bekommen hat. Und zwar muss sie individuell entscheiden, wie die Ernährungssituation vom ganzen Nest ist. Ja? Sie muss also jetzt abchecken, okay, so aufgrund der Pheromone, die ja sämtliche Schwestern hier so abgeben, würde ich jetzt persönlich individuell vermuten, dass wir eigentlich gerade eine gute Ernährungssituation im Nest haben und das, was du mir da gerade gegeben hast, das brauchen wir nicht unbedingt. Also ich bleibe mal ganz cool und bringe weiter den Müll raus. Ja? Oder alternativ, sie kommt eben zu dem Schluss, oh ja, das ist eine tolle Nahrungsquelle und ich habe auch das Gefühl, das Nest hat das gerade nötig. Ich komme mal mit und helf tragen. Ja, und auf diesem Wege funktioniert das dann, dass dann immer mehr Ameisen eben beschließen, dass sie dahin wollen und Tandemlauf, wie schon gerade beschrieben, und dann nach und nach etabliert sich sowieso die Straße und dann kann das eben auch kollektiv abtransportiert werden. So, und das ist auch tatsächlich was, was wir dann auch beobachten können. Also diese Tandemlaufstrategie und dieses kollektive Entscheiden, wenn die Kolonie umzieht. Das kommt nämlich auch mal vor. Ja? Jetzt ist ja so ein Ameisenbau, insbesondere wenn der groß geworden ist, insbesondere bei im Grunde sehr effizienten und schnell wachsenden monogynen Ameisenvölkern, sprich die, die nur eine Königin haben, das ist sehr ressourceneffizient, weil eine Königin satt zu kriegen, das ist recht einfach und dann kann die halt wirklich Eier ohne Ende wie am Fließband produzieren. Das führt dazu, dass solche Kolonien sehr schnell sehr gut wachsen. Die Königinnen, wenn monogyne Ameisen unterwegs sind, dann sind die Königinnen auch immer meistens sehr, sehr groß. Das gibt ihnen dann auch wieder die physiologische Möglichkeit, so richtig viele Eier rauszuhauen. Das sind richtige Maschinen sozusagen. Und das führt eben zu einem hohen Ausbreitungspotenzial solcher monogynen Kolonien. Blöd ist jetzt allerdings, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, ich glaube nicht, wenn da ja nur eine Königin lebt und die stirbt irgendwann an Altersschwäche nach 30 Jahren von mir aus, ja, dann
Oder ihr gehen die Spermien aus, das wäre auch eine Option. Ja? Dann kann sie einfach keine Arbeiterinnen mehr produzieren, dafür müssen die Eier ja befruchtet werden. Und die Spermien reichen ja auch nur so 20 bis 30 Jahre, irgendwie sowas um den Dreh. Theoretisch wäre es also durchaus möglich, dass bevor sie ihr physiologisches Höchstalter erreicht, ihr einfach die Spermien mal ausgehen und dann stirbt das Volk auch aus. So, das heißt, da ist ein vorprogrammierter Tod für dieses Ameisenvolk nach 20 bis 30 Jahren vorgesehen, evolutionär. Ja? So leben die. Das ist für die normal. Die haben ja bis dahin auch jede Menge Jungköniginnen auf den Weg geschickt, die hoffentlich neue Nester gründen konnten. Das heißt, das Nest muss auch gar nicht ewig bestehen. Die Gene sind weitergegeben. Damit ist der Existenzzweck für die allermeisten Lebewesen durchaus erfüllt worden. Ja? So. Und wenn jetzt allerdings so eine schnell sich ausbreitende monogyne Kolonie irgendwann mal feststellt, dass da, wo sie ja jetzt ihr Nest haben, um ihr Nest drumherum im für Ameisenverhältnisse erreichbaren Umfeld nichts Gescheites zu essen mehr zu finden ist, oder alternativ, die waren zu nah am Fluss und der Fluss hat jetzt ein Hochwasser gekriegt. Ja, und das Hochwasser droht in den Ameisenbau einzufließen. Oder ein Teil ist schon eingeflossen und die unteren Ebenen liegen bereits unter Wasser. Dann ist die Not groß, umzuziehen. Ja, so langsam gibt es hier keine Ressourcen mehr, ist es ein langsamer Umzug, da ist die Not umzuziehen noch nicht so groß. Bei Wasser dringt ein, da wird man sich beeilen, sehr, sehr schnell umzuziehen. Und es spielt auch sehr wohl eine Rolle, wie hoch der Drang zum Umziehen bei den Arbeiterinnen, die das wieder demokratisch entschließen und beschließen. Je nachdem, wie hoch der Drang des Umzugs ist, desto schneller geht's und desto wählerischer ist man bei der Wahl der neuen Unterkunft. So, also eine Späherin ist jetzt wieder irgendwo im Walde zum Beispiel unterwegs und freut sich des Lebens und jetzt entdeckt sie, huch, da ist ja ein morscher Baumstumpf. Morscher Baumstumpf, ja, das sieht vielversprechend aus. Mal gucken, ob man denn da gut graben kann, so in dem Boden um den Baumstumpf drumherum. Dann buddelt sie da ein bisschen. Oh, das sieht vielversprechend aus. Da lässt sich's prima graben. Und dann guckt sie sich da erstmal in aller Ruhe alles an. Ja, das kann Stunden dauern, bis die sich da alles angeschaut hat und die Umgebung abgecheckt und für sich selber individuell beschließt sie, was sie sich anschaut, in welcher Reihenfolge, was sie wie lange anschaut. Und das macht sie wirklich ganz, ganz gründlich. Und dann trifft sie für sich individuell die Entscheidung, ja, das wäre ein möglicher neuer Unterschlupf oder nö. Im Fall von nö, geht sie weiter und macht weiter ihren Späherjob. Im Fall von ja, geht es zurück zur Kolonie. Und dann schnappt sie sich fürs Tandemlaufen eine andere Ameise. Drrrrt, komm mit! Und dann geht's los. Und dann läuft sie eben mit der Tandemameise dahin. Die Tandemameise macht dann, weiß, kommt an, merkt, oh, das könnte eine potenzielle Unterkunft sein, guckt sich da auch ganz gemütlich alles an. Inzwischen ist die erste Ameise wahrscheinlich schon wieder zurückgelaufen und holt eine dritte Ameise und so weiter. Ja? Und die gucken sich jeweils individuell als Einzeltier alles an. Es gibt keine Möglichkeit, dass die jetzt ihren anderen Ameisen kommunizieren, so sieht's da aus. Das geht nicht. Dafür reicht's nicht. Dafür sind sie zu primitiv. Sie können andere holen, die sich das auch angucken. Aber jede muss individuell alles anschauen und individuell entschließen, ja, ist gut, nein, ist nicht gut. Wenn es nicht gut ist, dann läuft sie halt wieder weg und kümmert sich um andere Aufgaben. Und wenn ja, dann holt sie die nächste, die das eben bestimmen soll. So, und das heißt, wenn es jetzt ein wirklich guter Unterschlupf ist, dann steigt automatisch die Zahl der Ameisen, die dahin gebracht werden und sich das angucken sollen. Wenn aber immer mehr von denen, die dahin gebracht werden und sich das angucken sollen, das Interesse verlieren und die ersten, die immer wieder neue hinbringen, irgendwann das Zeitliche segnen, weil der Grünspecht da war oder ähnliches, dann geht das Interesse auch wieder zurück. Das heißt, damit es zu einem Umzug kommt, muss in einer gewissen Zeit ein gewisses kollektives Interesse am neuen Nest herrschen. Ja? Und viele der hingebrachten Ameisen müssen beschließen, oh ja, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Nest. Und das Tolle ist jetzt, das hängt eben ganz stark davon ab,
Die Geschwindigkeit, in der sie beschließen, ja, wir ziehen um oder nein, wir ziehen nicht um, hängt ganz stark davon ab, wie dringend das Umzugsbedürfnis ist. Ja, gibt es noch quasi überhaupt kein Umzugsbedürfnis, weil eigentlich noch alles voller Ressourcen in der näheren Nestumgebung ist? Dann wird es super schwierig werden, viele Ameisen zu finden, die der Meinung sind, man müsste dahin umziehen. Ist hingegen gerade das eigene Nest, das alte Nest am Absaufen, dann werden sie relativ schnell überzeugt sein, dass zumindest mal der Umzug notwendig ist. Und sie werden dann wahrscheinlich auch recht schnell entscheiden, ob dieser Ort geeignet ist oder nicht. Und jetzt ist es saumäßig schwer zu untersuchen, wie viele Ameisen oder man könnte auch sagen, welcher Prozentsatz des Nestes, also der Arbeiterinnen im Nest, da gewesen und sich das angeguckt haben muss, damit dann irgendwie die Arbeiterinnen, die da waren, jetzt so viele sind, dass sie alle ein "Wir ziehen um" Pheromon abgeben. Und wenn die Menge an insgesamt abgegebenem "Wir ziehen um" Pheromon im Bau, also im alten Bau, ein gewisses Level erreicht, kein Mensch kann messen, welches genau das ist, ja, dann beschließen plötzlich auch alle anderen, die da sind, oh, da ist jetzt aber eine große, große Mehrheit für "Wir ziehen um", ja, die werden schon wissen, warum, dann machen wir mal mit. Die geben dann selbst auch das Umzugspheromon ab, obwohl sie nicht da gewesen sind und sich das angeguckt haben, aber davon ausgehen, dass die Schwestern halt das eben schon ordentlich erledigt haben. Und plötzlich haben alle "Wir ziehen um" Pheromone und das ganze Volk geht in Umzugsmodus. Und das bedeutet, man packt alles ein, was man mitnehmen möchte. Das ist zuallererst mal die Königin. Ja? Da die fett ist, wird die im Regelfall nicht getragen, sondern die muss schon selber laufen. Aber die wird dann umringt von Kriegerinnen, Soldatinnen im Regelfall, die sie dann eskortieren und beschützen auf dem Weg, weil fliegen kann die Königin ja nicht mehr. Die hat sich ihre Flügel ja ausgerissen, damit sie besser Eier legen kann. Drum muss sie auch zu Fuß gehen, wie das gemeine Volk. Und wird aber wirklich intensiv beschützt. Da kommen dann noch so ein paar Brutpflegerinnen mit und ganz viel Gefolge um die Königin drumherum. Man kann in so einem Umzugstross von Ameisen, die gerade das Nest wechseln, das ist immer saumäßig spannend wohl für Ameisenforscher, wenn sie das mal aktiv beobachten können, wie die umziehen. Aber dann kannst du innerhalb des Trosses wirklich die Königin recht einfach finden, weil die so eine richtige Traube von Kriegerinnen, also es ist ein Riesenpulk extra großer Ameisen innerhalb von vielen, nur so mittelgroßen. Und innerhalb dieser extra großen ist in der Mitte halt nochmal eine richtig fette und das ist die Königin. Die sind die Königin bei den meisten Ameisenarten, heben die sich von der Größenverhältnissen schon wirklich sehr stark von der Arbeiterin ab. Männchen sind übrigens, das habe ich auch ganz vergessen zu erwähnen, sind meistens auch ziemlich groß, oft auch ähnlich groß wie eine Königin, bringt ihnen ja trotzdem nichts. Gut, ja, also das sind die ersten, ne, nicht unbedingt die ersten, die sich auf den Weg machen, aber das ist auf jeden Fall was mitgenommen werden muss, eben die Königin ohne eine Königin, mindestens eine, ist ja ein Ameisenvolk nicht überlebensfähig. Außerdem werden sämtliche Larven eingepackt, die werden einfach genommen und transportiert, ja, eine Arbeiterin kann eine Larve schleppen, notfalls läuft man mehrfach. Eier werden mitgenommen, sofern es nicht Männchen-Eier sind, die lässt man im Regelfall zurück, die sind ja nichts wert. Und das ist es im Wesentlichen. Außer man hat, ich hatte noch irgendwo diese lustigen Samenanhängsel, die Ölkörperchen, Elaiosomen erwähnt, die manche Pflanzen abgeben, die dann von den Ameisen gerne als Nahrungsdepot verwendet werden. Die würde man vielleicht auch noch mitschleppen, wenn man von denen noch viele im alten Nest drin hat, dann ziehen die auch mit um. Wir kommen zum Umzug gleich nochmal zurück, aber ich muss unbedingt noch erzählen. Übrigens hat man keine Elaiosomen als mögliches, das ist übrigens das helle Licht vom Computermonitor, ne? Wenn ich jetzt hier so weißlich aussehe, dann muss man sich irgendwie anders Vorräte anlegen, beziehungsweise wenn man Vorräte anlegen möchte oder eben auch gerade wenn wenig Nahrung in normaler Form verfügbar ist, aber trotzdem die Larven ja versorgt werden sollen, was kann man denn dann als Nahrung den Larven geben? Das ist jetzt wieder ein bisschen böse. Ja, entweder es opfert sich eine Brutpflegerin und lässt sich verzehren, oder männliche Eier werden einfach zu dem Zweck von der Königin abgegeben, dass die dann als Larvenfutter verfüttert werden.
Schon ein bisschen makaber, aber so ist das halt nun mal in der lieben Natur. Die ist halt nicht immer ganz kuschelig. Ja? Also das sind so Möglichkeiten. Zum Wohle der anderen lasse ich mich halt auch gerne aufmampfen. Auch das wird wieder hormonell gesteuert. Sprich, das Begeh mal Selbstmord und lass dich fressen Hormon wird auch vermehrt von einem Teil der Kolonie abgegeben, bis halt irgendeine es tut. Oder ein paar das entsprechend tun. Und dann geht das Pheromon auch ganz schnell wieder zurück, weil sich die Nahrungssituation wieder verbessert hat. Also, gut, zurück zum Umzug. Wir ziehen um. Da ja nur wenige Ameisen, nämlich diejenigen, die jetzt da waren am neuen Zuhause und da eben gecheckt haben, ob sich denn das neue Zuhause eignet, überhaupt den Weg kennen, läuft der Umzug auch oft so ab, dass sehr viele Arbeiterinnen erstmal getragen werden. Also bevor die jetzt 17 Mal hin und her laufen, das ist ja eine lange Strecke. Ja, also ein Umzug ist immer eine deutlich längere Strecke, also nicht immer, aber im Regelfall eine deutlich längere Strecke als einfach nur Nahrungssuche. Das soll ja effizienterweise so nah am Nest wie möglich sein. Und wenn es eine gewisse Entfernung erreicht, dann denken sie erst recht wieder über den Umzug nach, wenn sie ganz, ganz weit laufen müssen, um eben an Nahrung ranzukommen. Drum sind die größten Entfernungen, die für Ameisen, also so am Stück quasi zurückgelegt werden, oft die, die beim Umzug anstehen. Und da ist es nicht besonders effizient, das jetzt mit 17.000 Ameisen im Tandemlauf zu machen. 17.000 wäre durchaus eine realistische Zahl. Oder ja, und drum gerne eben mal tragen. Weil tragen hat natürlich auch den Vorteil, dass diejenigen, die hingetragen wurden, ja gar nicht wissen müssen, wie sie da jetzt hingekommen sind und wie sie wieder zurückkommen, weil die haben ja sofort eine Aufgabe. Und wenn man jetzt beispielsweise die Hausmeisterarbeiterinnen aus dem alten Nest zum neuen Nest bringt, dann machen sie da mit ihrem Hausmeisterjob einfach weiter und richten da schon mal schön alles ein. Je nachdem, wie eben die Verhältnisse beim neuen Nest sind. Das neue Nest kann nämlich zum Beispiel, was kann denn alles eigentlich als Ameisenwohnung in Frage kommen? Ne? Das könnte durchaus zum Beispiel sein, dass das neue Nest ein altes Nest von einer verstorbenen Ameisenkolonie, wo einfach die Königin alt geworden ist, ist. Und das wird jetzt einfach übernommen. Das heißt, da sind schon sämtliche Infrastruktursachen drin. Die sind vielleicht ein bisschen alt. Man muss mal wieder ein bisschen aufräumen, mal ein bisschen die Decke abstützen und den Müll rausbringen, selbstverständlich. Aber ansonsten kann man das recht schnell übernehmen und die Königin kann in die Mitte zur Brutkammer gebracht werden, wenn sie da noch irgendwie hinfindet in ihrem doofen Zustand. Aber von A nach B laufen kriegt sie noch einigermaßen hin, wenn sie eben geführt wird. Und dann kann sie weitermachen mit Eier legen und wunderbar. Und dann läuft das neue Nest entsprechend an, weil sämtliche Infrastruktur ist ja schon vorhanden. Wenn es hingegen wirklich ein neues Nest ist, das gegründet werden muss, also wo sämtliche Strukturen, sämtliche Gänge, Brutkammern, Königinnenkammer, Abfallräume und, Überwinterungsgebiete, das kommt jetzt wirklich dann nachher noch schnell. Das wollte ich eigentlich beim Adventskalender noch einbauen, aber ja, die Zeit. Wenn das alles noch gar nicht angelegt ist, ist das schon sehr, sehr viel Arbeit und dann macht es auch Sinn, dass nur einige wenige Ameisen quasi für die Orientierung und für die Wegfindung, für die Pilger sozusagen, ne Quatsch, die Siedler, zuständig sind und die allermeisten eben schon vor Ort und Stelle, an Ort und Stelle sich um das neue Nest kümmern oder eben auch, wenn sie angekommen sind, schon bereits auf Erkundung gehen in der näheren Umgebung, damit auch zeitnah eine neue Nahrungsquelle gefunden wird oder Nahrungsquellen. Damit dann auch nicht auf Futter verzichtet werden muss oder nur über einen möglichst kurzen Zeitraum. Trotzdem ist so ein Umzug immer gefährlich, vor allen Dingen deswegen wahnsinnig gefährlich, weil Ameisenköniginnen eben lecker sind und ein toller Snack und jede Menge wertvolle Inhaltsstoffe enthalten und darum gibt es einen Haufen Tiere, die so eine Königin sehr gerne futtern. Und das kommt also nicht selten vor, dass beim Umzug, wo die Königin ja dummerweise sichtbar auf dem Erdboden unterwegs ist, diese dann weggesnackt wird. Und in dem Moment ist es auch schon erledigt, dann kann das Volk eingehen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn die Königin weggefressen wird. Versuchen die dann trotzdem weiterhin noch den Umzug so weit hinzukriegen, wie sie halt kommen? Oder was machen sie dann? Wahrscheinlich schon, aber ich weiß es nicht. Das habe ich jetzt keine Quelle zu gefunden, was in diesem Fall passieren sollte.
Ja, aber bei erfolgreichem Umzug geht einfach alles weiter den gewohnten Lauf. Zieht ein Volk um, das mehrere Königinnen hat, dann ist es oft so, dass gar nicht alle umziehen, sondern dass sich die Kolonie einfach splittet und ein Teil zieht um. Und das ist übrigens auch wieder ganz lustig, dann müssen die nämlich wieder individuell entscheiden, die jeweiligen Arbeiterinnen, wer ist denn meine Lieblingskönigin, beziehungsweise von den mehreren Königinnen, bei welchem Teil der jetzt umzieht oder der da bleibt, möchte ich denn gerne bleiben. Das gibt es wohl auch, so einen kleinen Entscheidungsprozess, wo sie das individuell beschließen können. Gibt nämlich auch eine Misswahl bei den meisten Königinnen. Da stehen. Ja, da kommen mehrere befruchtete Königinnen zurück ins Nest. Und eine von denen soll jetzt quasi übernehmen und die amtierende oder die amtierenden oder ein Teil der amtierenden Königinnen sozusagen ersetzen, weil die werden langsam unfruchtbar und alt und ist nicht mehr so doll. Also lass mal lieber eine Junge ran. Ja? Und damit die jetzt eben die Misswahl zu Ameisenhaufens Next Top-Königin gewinnen können, brauchen die Unterstützerinnen. Das ist ja auch sehr, sehr, sehr böse eigentlich. Auch wenn Ameisen wieder sehr sympathisch. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen, boah, das ist ja schon hart. Und dann wieder, das ist irgendwie richtig sympathisch. Ne, wie auch immer. Jedenfalls bei diesem Casting, ja, dieser Castingshow, geht es dann darum, für die zurückgekehrten Königinnen mit irgendeiner Methode, kann man heute auch noch nicht wissen, wie sie das bitte genau anstellen, Unterstützerarbeiterinnen zu finden. Ja, und dann rennen sie rum und laufen an den Arbeiterinnen vorbei oder hocken sich drauf oder machen diesen Drrrt. Wie auch immer, aber aus irgendwelchen Gründen sind die Arbeiterinnen dann entweder überzeugt und werden zur loyalen Anhängerin von Königin Chantal. Und Königin Chantal sucht weitere Anhängerinnen und Königin Jacqueline nebendran, die sucht halt eben auch Anhängerinnen. Und im Endeffekt haben dann alle Kandidatinnen für die Superkönigin im Ende eine gewisse Zahl von Anhängerinnen. Ja, und die meisten hat, die setzt sich eben durch. Und dann kann es durchaus dramatisch sein, weil die sich nicht durchgesetzt haben, die werden halt entweder verstoßen oder gleich gefressen, aber meistens eher nur verstoßen oder müssen zurückbleiben, wenn es zum Beispiel darum geht, ob die neue Königin bereits losläuft und ein neues Nest gründet mit Volk. Ja? Also die rennen kollektiv als Gruppe los, was natürlich viel einfacher ist und auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Volkgründung erfolgreich ist, ist erheblich höher, wenn die Königin losläuft und gleich Personal dabei hat, als wenn die Königin losfliegt, irgendwo Eier legt, sich sein ihr eigenes Personal erstmal züchten muss, da darf nichts schief gehen und dann erst Personal zur Verfügung hat. Ja, also da gibt es wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Aber was ich ein bisschen traurig fand, ist eben, dass die Verliererinnen der Ameisenhaufens Next Top-Königin-Wahl, die bleiben loyal zu ihrer Lieblingskönigin und werden dann zusammen mit ihrer Lieblingskönigin entweder im Stich gelassen, sozial geächtet oder eben auch verstoßen und müssen dann das Weite suchen und gehen dann logischerweise auch ein. Ne? Da gibt es kein geheimes Happy End oder sonst wie. Das heißt, du kannst bei der Wahl deiner Lieblingskönigin nie vorsichtig genug sein. Anders als bei Germany's Next Topmodel und solchen Späßen hat es wirklich richtig böse Konsequenzen, wen man da wählt und man muss dann auch loyal sein bis in den Tod. Auch dann doch wieder auch irgendwo ein bisschen romantisch. Ja, schwer zu sagen. Ein letztes vielleicht noch kurz zum Ameisenaltruismus. Ich weiß nicht, ob ich das deutlich genug erklärt habe. Tatsächlich haben Ameisen den guten Charles Darwin damals, als er seine Evolutionstheorie aufgestellt hat, ne, Survival of the Fittest, die haben ihn richtig umgetrieben. Weil Ameisen sind ein gewisses Stückchen weit ja etwas, was diesem jeder ist sich selbst der Nächste, der Fitteste überlebt,
Grundsatz widerspricht, nicht als Volk, aber als Individuum. Und das hat den Darwin wirklich beschäftigt, wie er denn jetzt diese Ausnahmeerscheinung altruistische Ameise, die sich zum Wohl des Volkes, nicht zum Wohl des eigenen Nachwuchs, das könnte man ja noch irgendwo als Evolution erklären, ja? Das Tier hat Nachwuchs. Damit sind die Gene weitergegeben, Existenzziel ist erreicht, das Tier investiert jetzt weitere Energie, sicherzustellen, dass der Nachwuchs auch durchkommt. Sprich, Wildschweinmutter, die ihre Frischlinge verteidigt, auf Teufel komm raus, würde so im Sinne von Darwin durchaus sinnvoll handeln, weil sie ja sicherstellen möchte, dass ihre eigenen Gene, sprich ihr eigener Nachwuchs, unbedingt überleben, die nächste Generation gesichert wird und das kann zur Not eben auch unter großem Risiko fürs eigene Leben erfolgen, entspricht trotzdem diesem Grundsatz, dass die Nachkommen gesichert werden sollen. So, und bei einer altruistischen Ameise, die sich freudestrahlend in den Tod stürzt und gegen irgendwelche 834.000 mal so großen Feinde in den Krieg zieht, wie sie selber ist, ohne die geringste Chance, das irgendwie zu überleben und wahrscheinlich nicht mehr als ein kleines Flip an Schaden anzurichten, das machen die trotzdem, bereitwillig, ohne eine Sekunde drüber nachzudenken. Und dieses teilweise selbstmörderische Verhalten ja, widerspricht ja irgendwie dem Selbsterhaltungstrieb, den alle anderen Lebewesen, oder fast alle anderen Lebewesen, so lange an den Tag legen, wie sie eben nicht ihre Jungen verteidigen müssen. Weil wenn sie selber tot sind, können sie keine Jungen produzieren oder keine Nachkommen und dann sterben ihre Gene sozusagen mit ihnen. Drum, Darwin hat das sehr, sehr, sehr beschäftigt und nachdem er dann irgendwann wirklich Ameisen auch persönlich, soweit ich weiß, auch persönlich viel untersucht hatte, ist er dann eben halt drauf gekommen, ja gut, aber klar, dadurch schützen sie ja das Volk als solches und das Volk als solches gibt dann quasi die Gene auch der einzelnen Individuen, der einzelnen Schwestern ja weiter. Zumal man ja auch klar machen muss, sämtliche weiteren Schwestern, die von der Königin produziert werden, sind zu 75% im Schnitt identisch. Identisch mit allen anderen Schwestern. Das ist sogar ein höherer Verwandtschaftsgrad als bei einer normalen sexuellen Fortpflanzung bei allen möglichen anderen Tieren. Deine Nachkommen sind im Schnitt 50% mit dir genetisch identisch. Ja? Im Schnitt. Ja, das kann mal ein bisschen mehr, das kann mal ein bisschen weniger sein, je nachdem, wie viel. Es wird ja zufällig gewürfelt, wie viel vom Vater und wie viel von der Mutter an aktiven Genen letztendlich irgendwie da so zusammengekommen ist, aber. Hängt auch immer so ein bisschen von der Art ab. Ja, lassen wir das. Jedenfalls sind die Ameisenschwestern untereinander, inklusive alle weiteren Nachkommen der Königin, sind enger miteinander verwandt, als es normale, eigene, körperliche, leibliche Kinder sozusagen von den Arbeiterinnen jemals sein könnten. Und das macht die Sache schon sehr, 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 sehr interessant. Ja. Und erklärt dann umso mehr, das entspricht jetzt sogar wieder Darwins Grundidee, weshalb Ameisen noch, ich sag jetzt mal, bereitwilliger in den Tod gehen, um das Leben ihrer Artgenossinnen, ihrer Schwestern in diesem Fall und der weiteren jungen Schwestern, die dann noch ausgebrütet werden, zu schützen, weil sie ja noch mehr und noch mehr der eigenen Gene quasi an die weitere Generation weitergeben, als das beim normalen Mutter-Kind-Verhältnis, Vater-Kind-Verhältnis, bei den Tieren, wo der Vater auch für die Jungenaufzucht zuständig ist, der Fall wäre. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Das ist ein bisschen sehr kompliziert und schwieriges Thema. Und wenn da irgendwelche Schnitzer jetzt bei der Vererbungssache dabei waren, ich bin da gerade ein bisschen nicht mehr 100% sicher, ob das so stimmt. Seht's mal nach und denkt nicht allzu sehr drüber nach und zitiert mich nicht. Ja, es ist inzwischen auch schon gar nicht mehr so früh am Abend daher. Ich wollte jetzt aber auch noch ein bisschen was, und das ist ja eh nur ein Zusatzbonusvideo. Noch ein bisschen was zum Überwintern erzählen, und zwar wie überwintern denn Ameisen. Dazu gibt es im Grunde drei Prinzipien. Das erste, ja,
Nichts tun und erstarren. Das ist was, was nahezu alle Insekten machen müssen, schlicht und ergreifend, als wechselwarmes Tier, dessen Körpertemperatur einfach schlicht und ergreifend der Umgebungstemperatur weitestgehend entspricht, muss man sich auch klar machen. Das ist ein winziges Tier mit winzigen Muskeln. Selbst wenn das mit seinen winzigen Muskeln Wärme erzeugt, dann wird die halt sehr schnell an die böse, böse Umgebungsluft wieder abgegeben. Allerdings sind solche schwarmbildenden, nestbauenden Insekten durchaus in der Lage, durch ihre schiere Masse, und jeder produziert ein winziges bisschen Wärme, durchaus ihren Haufen, ihr Nest, ein gewisses Maß aufzuheizen und damit schon höhere Temperaturen als in der Umgebung hinzukriegen. Aber als Individuum sind sie ganz klar ist es nahezu unmöglich, irgendwie die eigene Körpertemperatur über die Lufttemperatur der Umgebung anzuheben. So, und deswegen sind Ameisen wie eben fast jedes Insekt darauf angewiesen, für den Winter, wenn es halt super kalt wird, einfach in ein Überdauerungsstadium zu gehen. Das heißt, die fahren ihren Stoffwechsel auf ein absolutes Minimum runter mit quasi gar keinen Herzschlägen. Gibt es ja so in der Form nicht bei Insekten, aber quasi mit so gut wie keiner physiologischen Aktivität mehr. Ja, ein bisschen Sauerstoffaustausch findet passiv. Das ist der große Vorteil von dem Insektenatmungssystem, dass es auch passiv ohne jeden Energieeinsatz zumindest ein Stück weit funktioniert. Und solange sich das Insekt gar nicht bewegt und auch sonst nichts tut, dann reicht es locker, um die Sauerstoffsättigung aufrechtzuerhalten. Und drum ist eben ein Runterfahren auf nahezu keine Aktivität für ein Insekt relativ gut möglich, weil sämtliche Stoffwechselprozesse, die eben in einem Insekt stattfinden, entweder passiv funktionieren oder eben, wenn sie nicht stattfinden, auch keine Energie verbrauchen. Das heißt, so eine Starre lässt sich sehr lang durchhalten für einen Insekt. Auch ein sehr langer Winter ist also meistens kein Problem. Das dauert ganz lange, bis die aus dieser Starre raus wirklich einen Nährstoffmangel, ein Verhungern passieren kann, weil ein ganz kleines bisschen Stoffwechsel muss halt trotzdem stattfinden. Zum Beispiel so ein Oberschlundganglion muss immer ein kleines bisschen laufen. Die können also nicht komplett ihr Gehirn runterfahren. 100%ig funktioniert auch nicht. Aber Starre ist da schon eine sehr, sehr gute, hilfreiche Angelegenheit. So, Problem ist jetzt, wenn du erstarrst und deine Körpertemperatur der Umgebungstemperatur entspricht und du dann doch auch ein gewisses Maß an Flüssigkeiten im Körper hast, im Exoskelett, dann solltest du vermeiden, dass deine Körpertemperatur unter die bösen 0 Grad fällt, weil dann gefrieren sämtliche Flüssigkeiten in deinem Körperinneren, dehnen sich aus und dann gibt es die gesprengte Ameise. Und das wollen die Ameisen jetzt nun nicht. So, und das bringt uns dann zu Insektenreich generell, der Möglichkeit, dass man auch Frostschutzmittel ins Innere seines eigenen Körpers einlagern kann, um zu verhindern, dass der halt schon bei minus 3 Grad gefriert, sondern erst bei minus 28 oder sowas. Dann sind sie dann trotzdem tot. Aber Glycerin wäre zum Beispiel das Frostschutzmittel der Wahl, das relativ viele Insekten irgendwo einlagern können in den Körper, um eben diese Starre im Winter ohne zu gefrieren zu überstehen. Wieder andere Spezialisten unter den Insekten, die gefrieren halt einfach und sind aber doch so elastisch vom Körper her, dass sie die Ausdehnung des Eises in sich selbst überleben. Ja, das gibt es auch. Also bei Insekten gibt es grundsätzlich sowieso nichts, was es nicht gibt. Wie gesagt, Vielfalt reichste, Biodiversität reichste, formenreichste Gruppe aller Lebewesen. Wenn es irgendwer erfunden hat, dann waren es die Insekten. Egal was, sucht euch es aus. So, und ja. Die Ameisen lösen also jetzt das Problem eben nicht, indem sie Glycerin einlagern, dass sie ja nicht unter 0 Grad fallen dürfen, sondern die haben ja so ein praktisches Nest. Ja, und während die Bienen jetzt tatsächlich in einzelne Individuen zittern lassen und ständig die Muskeln verwenden lassen, damit sie dauernd Abwärme produzieren und damit tatsächlich aktiv als Heizung, da muss man natürlich auch viel fressen, Honig zum Beispiel, als Heizungsbiene sozusagen für eine hohe Temperatur im Bienenstock sorgen. Auch ganz toller Mechanismus, ganz spannend. Macht die Ameise das eher so, dass sie erstens mal vom Teig
Timing her rechtzeitig zum Winter der Königin gecheckt, beigebracht hat, keine Eier mehr legen, können wir jetzt nicht brauchen, jetzt kommt gleich der Winter. Ja, und sämtliche Larven sind hoffentlich bis zum Winter eben schon ausgewachsen und sind eine fertige Imago-Ameise, also eine ausgewachsene. Und Eier liegen auch keine mehr rum, alles erledigt. Man hat also quasi so gesehen für den Winter vorgesorgt, dass überhaupt keine Larven mehr zu versorgen sind. Weil Larven würden auch kaputt gehen. Ja, die bräuchten immer noch ein gewisses Maß an Nahrung. Es ist aber keine Nicht-Erstarter-Ameise mehr zur Verfügung, die irgendwie die Larven füttern könnte. Das heißt, die würden alle sterben. Sind noch Restlarven vorhanden oder noch Resteier vorhanden und der Winter kommt oder der erste Frost kommt früher als erwartet, das kann auch mal passieren, ja, dann sterben sämtliche Larven und sämtliche Eier gehen hin. Aber der Rest der erwachsene Teil des Volkes sozusagen, der zieht sich in die tiefsten Tiefen des Ameisennestes zurück, so tief wie irgend geht. Und für diesen Zweck legen sie, wenn sie schlau sind, und das sind sie meistens, auch extra Gänge an, die eben ganz tief runter in den Boden gehen. Ja, und jetzt, wie jeder Bodenkundler bestätigen kann, die Temperatur im Boden, die nimmt bis zu einer gewissen Tiefe erstmal ab. Und danach nimmt sie wieder zu. Ja, und wenn man sehr weit runter kraxelt, dann kriegt man durch das ganze Jahr über, also wer zum Beispiel auch mal in der Höhle gewesen ist, wer im Sommer da gewesen ist und wer im Winter nochmal da gewesen ist, der wird keinen großen Temperaturunterschied festgestellt haben, gibt es nämlich nicht mehr. Der Einfluss der Jahreszeiten, der Sonneneinstrahlung, des Wetters und all solcher Späße, der spielt ab. Ein paar Meter Stein, Fels, Boden, was auch immer, unten drunter irgendwann keine große Rolle mehr. Tatsächlich, wenn man tief genug buddelt, wird es auch wieder warm, weil man sich dem inneren dem Erdkern, der ja bekanntlich nicht ganz unheiß ist, nähert und der dann wieder für ordentlich Temperaturen sorgt. So weit runter kommt eine Ameise aber nicht. Sie kommt allerdings weit genug runter und 1 Meter reicht schon völlig aus. Also in Deutschland. Mitteleuropa generell. Wenn du 1 Meter tief im Boden steckst, dann gibt es nie Frost. 1 Meter, da müsste das, nee, selbst ein Jahrtausendwinter reicht dann nicht aus, dass wir 1 Meter tief Frost hätten im Boden. Das gibt es eigentlich, behaupte ich jetzt mal, so gut wie gar nicht. Ne, in anderen Teilen der Welt, irgendwo im hohen Norden, das ist nochmal ein anderes Thema, selbstverständlich kein Thema. Also geht das dann schon, aber bei uns eigentlich ausgeschlossen. Ja, und deswegen graben sie sich eben darunter, soweit das irgendwie möglich ist, und am tiefsten Punkt ihres Nestes versammeln sie sich dann alle sämtliche erwachsenen Tiere, inklusive natürlich die Königin. Königin wieder in der Mitte, Königin extra gut drauf aufpassen, klar, und erstarren, ja, und machen nix und warten, bis es wieder warm wird. Und wenn es wieder warm ist, dann kommen sie entsprechend wieder hoch und dann machen sie weiter mit dem, was sie sonst auch so tun, sind im Frühjahr durchaus sehr aktiv. Im Frühjahr gibt es auch eben viele von diesen Ölkörperchen zu sammeln bei verschiedenen Pflanzen, die gerne bitte im Frühjahr dann auch verteilt werden wollen. Angefangen beim Schneeglöckchen, das ist ja eins der ersten, das da loslegt. Und da freuen sich die Ameisen ganz außerordentlich drüber, was auch eine der ersten sehr validen Nahrungsquellen pflanzlicher Art für die Ameisen dann ist, wenn sie gerade nicht irgendwo noch einen toten Käfer, der den Winter eben nicht überstanden hat, finden. Potenziell sind Ameisen übrigens auch in der Lage, kleine Wirbeltiere, Mäuse zum Beispiel, zu zerlegen. Und wenn dann jemand anders schneller an der Maus ist und die Ameisen schon da sind, dann können die auch mit einer Maus durchaus mal was anfangen. Ne? Wird aber schwierig und dauert eine Weile, bis sie das dann klein haben. Fleisch im Sinne von Säugetierfleisch ist für Ameisenzangen schon ziemlich schwierig kaputt zu kriegen, beziehungsweise klein zu kriegen. Aber spätestens, wenn es ein bisschen anverwest ist, dann geht das dann auch langsam. Da helfen dann die Pilze in dem Fall mit Zersetzungsprozessen, da helfen die Bakterien mit Zersetzungsprozessen. Und Pilze, Bakterien, Viren, sonstiges Zeug sind ja ganz schnell in ganz großer Zahl vorhanden, sobald irgendjemand gestorben ist. Ne? Zum Beispiel eine Maus. Gut, jetzt glaube ich, das wird reichen. Selbst als Bonusvideo müsste das eigentlich jetzt genug gewesen sein. Dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle hier nochmal fürs, insbesondere beim Bonusvideo, reinschauen und hoffe, damit ist jetzt dem Bedürfnis nach Informationen zu Ameisen speziell erstmal ein bisschen Genüge getan. Und ja, dann guckt da irgendwas anderes oder ihr geht schlafen. In dem Fall gute Nacht. Tschüss.